Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario mit mir, DF. Und bevor ich irgendwas anderes mache, ich dachte, das wäre die Laufentaste, aber so richtig laufen kann man in dem Spiel gar nicht. Also bevor ich was anderes mache, würde ich sagen, gucken wir hier in seinem Bauch mal nach. Oder hüpft etwas in meinem Bauch herum? Mir wird übel, bitte helft mir. Ich weiß nicht, ob das ein Dungeon ist oder ob das... Ah ja, ich brauche Wort. Hier, mach mal Licht. Ist ein bisschen eklig, aber sieht eigentlich auch ganz gut aus, so. Für ein N64-Spiel. Wow, wer da? Was hast du denn mit der Funzel vor? Willst du nicht zurück? Nee. Nein, ich drück nach unten. Spiel. Ich kann auch nicht hier wirklich rumspringen, wie es aussieht. Ich muss ihm irgendwie abpassen. Hier so. Okay, es ist ein Kampf. Damit habe ich jetzt aber irgendwie null gerechnet. Hey Freundchen, suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon angefressen genug. Wortwitz. Mach dich bereit für einen Tracht Prügel. Weil er wurde gefressen. Deswegen Wortwitz. Ich wechsle mal. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu dunkel. Ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen, sonst schreie ich hier ins Mikrofon rein. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil ich merke gerade wieder, dass ich ein bisschen leise bin. So. Ne, wir wechseln jetzt aber zu Goombario. Wird zwar dunkel. Da kann ich ihn gar nicht scannen. Weil dann dunkel. Ja, dann nicht. Dann Wort. Oder wat? Ich wollte es eher deutsch aussprechen. Dann haben wir eine Runde herumgekaspert. Okay, er hat mir einfach meine Feuerblume geklaut. Oder ich habe mich schon gefragt, ich habe doch überhaupt keine Feuerblume. Okay, dann mach ich mal ein Airbeam. Damit der von der Decke kommt. Wir müssen ja auch relativ stark sein, wenn wir diesen Orden anhaben. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Kannst du denn was machen? Elektrohieb. Powershock. Paralysiert Gegner mit einem Elektroschock. Turboloader. Lader. Versteckt mal das Angriffskraft für kurze Zeit. Der Elektrohieb. A gedrückt halten. Okay. Und dann. Bam. Ich habe jetzt auch mal wieder seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Mir geht's auf den Knispel, dass er da oben rumhängt. Okay, zum Glück haben wir den Hammer noch. Also sonst wüsste ich auch nicht genau, was wir machen müssen. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Leben er hat. Nochmal Erdbeben. Ich wäre am besten auf ihn gesprungen, als ich das noch konnte. Weil jetzt hängt er nur oben rum. Wie gesagt, Elektrohieb und ich kann auch nichts anderes angreifen. Wie viel hat der noch? Okay, diesmal habe ich abgewehrt. Das ist auch wichtig, sonst hätte er unseren Hammer geklaut. Das will ich ja nicht. Vor allem jetzt mit dem Powerschlag hier. Oder Powerhauer. So heißt es, glaube ich, nur der Orden. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein Handy hat vibriert und in letzter Zeit ist das so laut. Ich verstehe das auch nicht. Au! Mist, zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann. Dann verschluckt mich dieser große Fisch und dann nervt mich der schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war, gerate ich ständig vom Regen in die Traufe. Das nenne ich ein verkorkstes Leben. Mario, ich bin es, du weißt schon, der Wahl. Kannst du mich hören? Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Oh nein. Er ist einfach ins Wasser gegangen, der Penner. Wusch! Oder so. So geht's auch. Ich dachte, er wäre jetzt untergetaucht und hätte einfach mal Wasser geschluckt. Hey, das bist du ja. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du bleiköpfiger Depp, ich dachte, ich wäre geliefert.
Tut mir schrecklich leid, ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Nun, ich werde dir dieses eine Mal noch verzeihen, aber pass in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir was schuldig. Danke nochmal, Herr Schnauzbart. Pass gut auf euch auf. Ja, du komischer Kauz, du. Puh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Haha. Ich hab's kapiert. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen. Ich, der Wal, bin ein sehr guter Schwimmer. Dir zu danken bringe ich dich, wohin du willst. Verzeiht, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Ach, du alter Thunfisch-Dompteur, begleite mich an die Gestalle von Lava Lava Island. Lava Lava. Das wird eine tolle Reise, die Insel muss einfach wunderbar sein, vertraue meinen Instinkten. Mario, ich glaube, das Sternkind hat gesagt, dass einer der Sterne auf Lava Lava Island festgehalten wird. Wir sollten dorthin gehen, großer Wal, nimm uns mit, juhu. Wie, Lava Lava Island? Ja, natürlich, ich weiß, wo es liegt, aber es gibt einen großen Vulkan und der steht kurz vor dem Ausbruch, sehr gefährlich. Möchtet ihr trotzdem hin? Nun, okay, wie ihr wollt. Sagt mir, wann ihr bereit seid. Sofort. Ich speichere nur nochmal. Und hätte gern jemand anders. Nämlich Gumbario. Kann ich mit dir reden, kleiner Fisch? Ich will halt mit Gumbario weitermachen, weil er kann halt sehen, was die Schwachpunkte von anderen Leuten sind. Okay, ich glaube, das sind 10, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich sollte mal ein paar Sachen benutzen, ne? Damit wir mehr Platz haben für anderen Krempel oder, ja, Taschenerweiterungen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ja, wir könnten, was könnten wir noch tun? Eigentlich nichts, ne? Weil im Gulli war nichts, was wir noch machen konnten, also in der Kanalisation war nichts, was wir noch machen konnten. Jetzt, wir müssten schwimmen, aber das können wir nicht, um weiterzukommen. Dann würde ich sagen, reisen wir mit dem Wal. Ja, ich muss mit ihm reden, nicht auf ihn drauf. Ich finde es immer noch komisch, dass der Wal 3D ist, obwohl alles andere 2D ist. Möchtest du nach Lava Lava Island reisen? Ja, bitte. Gut. Es ist doch aber auch völlig sicher, oder? Mach mal ein bisschen Platz. Er wollte ja mit. Okay, auf nach Lava Lava Island. Die See ruft uns. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einen Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es seltsam das Leben sein kann? Ich schon. Oh, wird er jetzt philosophisch oder was? Philosophisch. Er ist ein Philosophisch. So eine Scheiße. Nein, philosophisch. Ich muss selber lachen, wir sind voll Idiot. Eine Eule wollte ich sagen, eine Möwe. Eine Möwe. Kapitel 5, Aloha auf Lava Lava Island. Und das ist doch, den kennen wir doch aus Yoshi's Island. Also wenn man es gespielt hat. Ich habe es auf meinem Kanal jetzt nicht wirklich drauf. Ich hab's auch vor Ewigkeiten das letzte Mal gespielt. Ich glaube, die Cartridge müsste ich aber noch hier rumfliegen haben. Wenn ihr wollt, dass ich euch nach Toadtown zurückbringe, dann fragt mich einfach. Okay. Aha, nun endlich geschafft. Das ist also Lava Lava Island. Umwerfend. Meine Güte, sieh doch Mario. Dort am Horizont der Gipfel des Lava Lava Berges. Triumphal, wir müssen los. Beeilung. Tschüssikowski. Ich gucke mich hier mal um. Die Büsche kann ich auch nicht untersuchen. Das finde ich komisch, aber hier ist was. Paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Okay. Die werfe ich mal weg, weil ich jetzt nichts habe, was ich wegwerfen will. Ja, hätte ich gar nicht aufheben brauchen. Ah, jetzt verschwindet die Stoppuhr. Hm. Naja, was ist denn hier? Sind das... Okay, du gibst mir ein Herzchen. Ich bin nicht geheilt. Das war ja klug. Sind das Knospis?
Das war echt klug, hier hinzugehen, wenn man nicht geheilt ist. Ich meine, ich kann nochmal zurück nach Toad Town, aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Und ich sehe da so im Hintergrund. Huh, kann ich springen oder was ist da los? Oder einfach schnell drehen. Komme ich denn an die Münzen? Keine Ahnung. Ich sehe da, könnte man vielleicht hoch. Nee, hätte ich jetzt gedacht, so hinter den Felsen und so. Aber nein. Computer sagt nein. Ja, Hilfe, Hilfe! Ja. Ist ja schön und so. Das bringst du. Tropische Kokosnuss wirft sie auf einen Gegner. Ist jetzt auch nicht so der Burner, deswegen lassen wir sie mal liegen. Gucken, was hier vorne ist. Ah, ein Brief. Hier kann ich was machen. Die Glöckchen klingeln lassen. Noch eine Kokosnuss, noch eine Kokosnuss. Interessiert uns alle nicht. Da wird jemand verprügelt. Brief an Igor in Buhus Laden. Okay, wenn wir das nächste Mal da hinkommen, ne? Hallo, hör auf. Ah, ich dachte, ich treffe ihn so. Du siehst elektrisch aus, weil einfach nur wegen Gelb. Ja, Scanner. Ein Tropenfuzzy. Das ist ein Tropenfuzzy. Tropenfuzzy. Ja. Tropenfuzzy sind andere Fuzzys sehr ähnlich, aber sie leben im Dschungel, daher der Name. Jo. Maximal KP 7, Angriffskraft 2. Die klammern sich an dich, saugen dir die KP aus und laden sich damit selbst wieder auf. Wie gemein. Lass dich so lange nicht los, bis du sie mit Hilfe des Action-Kommandos wieder abschüttelst. Oh. Manchmal teilen sie sich auch, lass sie uns besiegen, bevor sie die Chance dazu bekommen. Dazu haben, was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie stark ich bin. Wie gesagt, ich habe jetzt länger nicht gespielt. Beim Powersprung machst du platt. Okay. Er ruft Verbündete. Oder teilt sich, besser gesagt. Und nochmal ein Powersprung. Und du setzt einfach eine Kopfnuss ein. Hm. Aber die können wir besiegen. Den neuen mache ich mit Mario platt und den alten mit Umbario. Wenn ich nicht verkacke bei den Action-Kommandos. Oder Quicktime-Events, wie ich die nenne. Was es ja eigentlich auch sind. Nehme ich überhaupt auf? Ja, tue ich. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Nun, jetzt aber genug. Wir sollten uns zusammenreißen und weitermachen, ja? Ja, da glaube ich ja nichts von. Kokosnuss? Wahrscheinlich, ne? Hier, wieder die Glöckchen klingeln lassen. Ja, wie gesagt, ich brauche keine Kokosnuss. Kann ich damit einen Hammer draufhauen? Verstehe die Blumen nicht. Ich versuche hier mitzudrehen in die Richtung. Oder vielleicht in die andere Richtung. Ach, ich muss das machen. Ich muss Z drücken. Oder ZL, besser gesagt, auf dem Wii U Pro Controller. Das macht nämlich hier die Pirouette und dann springt man, also fliegt man da irgendwie so hoch. Oh, ein Sternsplitter. Zum Glück haue ich die trotzdem die Bäume, obwohl sie mir keine, also nur Kokosnüsse geben. Yoshis Siedlung. Ich glaube, du bist der rote Yoshi, ne? Nein, ich muss einem Kind Yoshi den Brief geben, ne? Hi, hallo, hallo. Holla, meine ich. Das hier ist Yoshis Siedlung. Der Lava-Lava-Berg
Dieser Vulkan befindet sich östlich unseres Dorfes, aber man kann ihn unmöglich erreichen. Außerdem hat der Häuptling gesagt, dass es besser wäre, sich vom Berg fernzuhalten. Sieht so aus, als würde er jeden Moment ausbrechen. Boah, ich liebe die Musik. Ist die aus Yoshi's Island? Hört sich schon fast danach an. Ah ne, ich muss mit dem Stick lenken, nicht mit dem Steuerkreuz. Igor, ja, rote Yoshi-Kind in Yoshi's Siedlung. Okay, da brauchen. Du bist ja kein Yoshi-Kind, du bist ein erwachsener Yoshi. Da brauchen wir noch nicht. Was ist das? Okay. Ah, so eine Pinguin-Statue. Der Häuptling ist mein Freund. Ich meine, hallo, wie geht's dir? Weil egal, schon seit seiner Kindheit verfügt unser Häuptling über ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Das war ein langes Wort. Als ich hörte, dass er zum Häuptling ernannt werden soll, hat mich ja gar nicht überrascht. Okay. Du bist wahrscheinlich der Häuptling. Sei willkommen, Mario. Ich bin der Häuptling von Yoshis Siedlung. Ah, du bittest mich um Hilfe. Du möchtest zum Lava-Lava-Berg? Der Eingang zum Vulkan befindet sich im Dschungel, aber er ist nur sehr schwer zu erreichen. Außerdem ist der Vulkan aktiv. Ich glaube, es ist zu gefährlich, jetzt dorthin zu gehen. Ja, ist mir Wurst. Wir gehen erstmal zu dieser Statue hin. Fällt schon von der Insel runter? Nein. Ich gehe mal zu Wort, weil unsichtbare Sachen erkannt werden können. Naja, aber hier ist anscheinend nichts. Und ich sehe hier auch weit und breit kein Yoshi-Kind. Na Yoshi, sag mal was. Sieh an, hallo, wenn das nicht Mario ist, willkommen auf Lava Lava Island. Fast die gesamte Insel ist von dichtem Dschungel bewachsen. Aber das herrliche tropische Klima macht das unwegsame Gelände mehr als nur wett. Baum. Ah, Kokosnuss. Kann ich an dem Baum dran? Sieht nicht danach aus. Ah, Yoshi. Hallo Mario, hast du schon die Abruxas getroffen? Sie leben in der Krone des höchsten Baumes im Dorf. Es gibt sehr viele von ihnen, aber sie kommen nie herunter. Außerdem sprechen sie eine sehr merkwürdige Sprache. Das ist schon mysteriös, was? Abruxas sind, glaube ich, was ich Pinguine nenne. Alle behaupten, sie seien die Schüler von Don Raphael, des Herrn dieser Insel, aber... Glaubst du das etwa? Don Raphael? Ist das eine Anspielung auf die Turtles, weil Don von Donatello und Raphael von... Ja, Raphael. Ist das eine Turtles-Anspielung? Oder interpretiere ich da ein bisschen zu viel rein? Kann ich hier vorne? Ne, das Ende im Gelände, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Da ist das rote Yoshi-Kind, da wechsle ich schon mal zu Paracarry. Wo kommt man denn hier hin, wenn man da... Ah, das sind die Viecher. Kra! Kra, kra, kra! Orakel der Sterne, Mario kommt auf die Insel. Es ist seine Bestimmung, Don Raphael zu treffen. Ich meine, Kra. Kra? Bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Komme ich denn zu dir da oben oder wie kann ich mit dir reden? Das ist die Frage. Tschüssikowski, anscheinend muss ich mit euch nichts unternehmen. Oder ich gehe hier lang. Hier sind so viele Yoshis. Da ist ein Itemshop. Wir sind die schrecklichen fünf, wo wir sind. Da ist Action. Wir halten immer zusammen, auch wenn wir Ärger haben. Übrigens, heute ist der Tag, an dem wir unser geheimen Plan in der Tat umsetzen. Das ist so cool. Nur wir fünf kennen den Plan und genauso muss es sein. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Hoffentlich finde ich viele leckere Früchte im Dschungel. Oh, das ist doch Mario. Du bist doch gerade auf einem Abenteuer. Stimmt's? Oh, cool. Wer ist das denn? Ist das dein Partner? Mann, ich wünschte, ich wäre es. Mein Traum würde in Erfüllung gehen. Die Erwachsenen erlauben nicht, dass wir das Dorf verlassen. Sie sagen, da draußen ist es zu gefährlich. Diese
lästigen alten Sheep Sheep behält uns ständig im Auge, sie lässt uns nicht in den Dschungel. Darüber sprechen wir noch. Wir, die schrecklichen Fünf, wir haben vor nichts Angst. Wir sind die schrecklichen Fünf von Yoshis Siedlung. Ja, yeah, wir spielen Verstecken. Aber wir dürfen das Dorf nicht verlassen, deswegen ist das Ganze ein bisschen langweilig. Ich will einen größeren, viel aufregenden Ort spielen. Ich will den Dschungel sehen. Das ist nämlich gefährlich. Das wäre wirklich aufregend. Hey, blauer Yoshi, hallo? Wir sind die schrecklichen Fünf aus Yoshis Siedlung, wir sind die besten Freunde. Wir sind zusammen, wenn wir spielen, und wenn wir Ärger bekommen, sind wir immer zusammen. Aber jetzt sind wir natürlich nicht zusammen, weil wir Verstecken spielen. Muss suchen, ich hasse suchen. Fünf. Vor allem voll Verstecken seitdem spielen. Ihr seid an derselben Stelle. Und das ist ja Mario. Hey Mario, bist du auf der Suche nach Abenteuern? Wenn du willst, begleiten wir dich. Wenn die schrecklichen Fünf bei dir sind, musst du dich um nichts mehr Sorgen machen. Ja, das glaube ich aber eher nicht so. Lass uns in den Dschungel gehen. Wir haben keine Angst, wir können nur nicht gehen, weil diese nervige alte Schieb-Schieb uns immer davon abhält. Ein rotes Yoshi-Kind? Ah, das musst du sein. Ich bin Parakari, ich stelle die Post zu. Ich glaube, ich habe da etwas für dich. Einen Moment bitte. Hier der Brief. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Danke, ich frage mich, was es wohl sein mag. Oh, mein Kumpel hatte ein neues Spiel erfunden. Das muss ich später ausprobieren. Ich will auch, dass ich ihn in seiner Heimatstadt besuche und mit ihm spiele, aber wie soll ich dorthin kommen? Naja, vielleicht werde ich ja eines Tages das Meer überqueren. Das ist wirklich komisch, weil ich eben auch gerade einen Brief über ein neues Spiel geschrieben habe. Herr Parakari, werden Sie mir helfen? Hier bringen Sie bitte meinen Brief dem Toadkind, das Ihnen den Brief an mich gegeben hat. Wenn Sie das tun, danke. Okay, ich rede noch mit hoch, falscher Knopf, mit den Yoshis hier. Oh, willkommen, ich sehe viele Leute besuchen uns auf unserer Insel. Ich muss wissen, dass der Dschungel jenseits der Siedlung äußerst gefährlich ist. Unsere Kinder dürfen da nicht ohne Aufsicht hingehen. Oh, übrigens, ich habe einen Koopa gesehen, der sich selbst Archäologe schimpft, der lief in die andere Richtung. Hat irgendwas darüber gebrabbelt, der müsste einen Weg in den Vulkan hineinfinden. Weiß, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Einfach mal vom Tod gesprochen. You know, fuck it. Wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Chip-Chip da drüben gesprochen? Ist hier als hervorragender Babysitter bekannt, ihr Name ist Sushi. Die passt auf die Kinder auf. Was würden wir nur ohne sie tun? Manchmal beschweren sich die Kinder zwar über sie, aber Kinder sind nun mal Kinder. Ach übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz alleine in den Dschungel. Er sagt, er wurde zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf halbem Weg. Ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Wir gehen dann mal hier kurz in den Shop rein, vielleicht gibt es ja was Tolles Neues. Das sieht aber sehr nach dem aus, was ich auch im Gepäck habe, teilweise. Nicht alles, aber... Aber das sind Sachen, die wir alle schon kennen, deswegen ist das jetzt nicht so mega interessant. Speichern tun wir mal. Das ist ein Toad. Der sieht ziemlich gefangen aus. Oder, guck mal. Man einfach hier rein. Ach, das ist einfach ein Toadhaus und es ist einfach kein Haus, sondern das Slogan lautet der frische Körper und Geist. Ja, bitte. Es ist einfach kein Haus, es ist einfach. Wieso? Wieso? Und der schläft einfach auf dem Baumstamm. Nicht mal ein richtiges Bett. Dabei haben die Yoshis doch eine. Also der Laden ist auf jeden Fall eine Hütte. Das kann man so viel kann man sagen. So viele Kokosnüsse, ich weiß gar nicht wohin damit. Ja, da muss ich hier nochmal gegenhauen. Aber das gehört wahrscheinlich zum Laden. Würde ich auch nochmal gegen den hier hauen, aber wie gesagt, das gehört. Ja, das gehört zum Laden. Wir reden noch nicht mit dem Schieb-Schieb. Jark! Jick! Hilfe! Hilfe! Oh, ein Chai-Guy. Erstmal will ich mit der Blume hier was machen. Keine Ahnung. Das finde ich jetzt nicht so geil, was du da machst.
Zum Glück war der Stachel unten. Wir holen mal kurz Gumbario raus. Den hätte ich auch vor dem Kampf rausholen können. Den hätte ich auch rausholen können vor dem Kampf. Spear Guy, okay. Teilweise haben die sich nicht mal die Mühe gemacht, da zu übersetzen, weil... Oder, ich glaube, das soll Speer heißen, und nicht Spear. Spear eigentlich überhaupt der Name für Speer im Englisch? Ich bin doof. Das ist ein Speer Guy. Speer Guys sind Verwandte der Shy Guys, die leben im Dschungel. Maximal KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wenn der Speer in deine Richtung zeigt und du mit dem Hammer angreifst, wirst du verletzt. Ah, du sollst auch nicht auf die sie springen, wenn der Speer nach oben zeigt. Pass genau auf die Ausrichtung des Speers auf, wo du angreifst. Aha. Ach ja, manchmal rufen sie auf Verstärkung. Haben sie erst die Speere geschleudert, werden sie zu normalen Shy Guys. War immer noch mit dem Rock, oder? Da habe ich nicht gut abgewehrt. Aber da. Gut. Das kannst du mal kurz machen. Kopfnuss auf ihn hier. Damit wir ihn schon mal weg haben. Ja, und dann hau ich mit dem Hammer drauf. Mit einem Powerschlag. Weil der dürfte töten. Ja, das tut er auch. Wow, zwei werden verdoppelt und es werden vier Erfahrungspunkte. Mehr Erfahrungspunkte ist eigentlich gar nicht mehr so geil, weil dann bin ich wieder overleveled und kann keine Erfahrungspunkte kriegen. Puh, du hast mich schon wieder gerettet. Du bist unübertrefflich, Mario. Und jetzt fühle ich, dass unser Ziel der Vulkan ganz in der Nähe ist. Lass uns weitermachen, solange der Kampfgeist noch in uns brennt. Ja, okay. Ich wechsle mal gerade zu Wort, weil das Ding hat ja geleuchtet, also macht das, also... Okay. Soll ich mit dem Hammer draufhauen? Ich habe keine Ahnung. Wir wechseln nochmal zu Gumbario, weil das ist das Intelligenteste meiner Meinung nach, was man machen kann in einem Gebiet mit neuen Gegnern. Ich gehe nochmal zurück, weil wir mit Sushi noch nicht geredet haben. Gespeichert haben wir, glaube ich. Er ist auch voll der Platz, also da kannst du einfach vorbeigehen. Okay. Heutzutage kommen nicht mehr viele Besucher. Ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber ich habe alle Flossen voll zu tun. Ich passe auf die Jungs hier auf, damit sie nichts anstellen. Sie sind nämlich sehr, sehr ungezogen. Ich habe zwar noch keinen Beweis dafür, aber ich bitte, dass sie gerade etwas aushecken. Weil sie glauben, sie könnten Sushi hinters Licht führen, da haben sie sich geschnitten. So, dann gehen wir aber erstmal Colorado hinterher. Kann ich mit den... Okay, hier kann ich tatsächlich die Büsche untersuchen. Kann man ja nicht immer machen, aus irgendeinem Grund. Das ist ja ein großer Baum. Okay, da kann ich nicht... Also, ich kann dagegen hauen, aber es bringt nichts. Hier weiter die Büsche. Oh, Lava. Das ist auch Lava-Lava-Berg, also ist nichts Ungewöhnliches. Okay, da komme ich nicht hin. Ah, Mario! Sieh dir das an. Sieht doch so aus wie der Eingang zum Vulkan, alter Junge. Irgendwo in diesem Vulkan sind die Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste es. Die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Ach, deswegen bist du hier. Und jetzt finde ich keinen Weg hinein. Das sieht nach einem üblen Problem aus. Aber ich werde nicht aufgeben. Ein guter Forscher hört niemals auf, Informationen zu sammeln. Lass uns ins Dorf zurückgehen und nach Hinweisen suchen. Muss einen Weg hineingeben? Es muss. Komm, los jetzt. Ich mag Colorado übrigens nicht so sehr. Irgendwie, ja, übrigens nicht nur, dass er stoppt, aufhören, nicht nur, dass er andauernd in Gefahr ist, da ist doch keiner. Ohoho, dachtest du, ich wäre schon wieder überfallen worden? War nur ein Scherz. Entdecker mussten auch mal Sinn für Humor beweisen, aber wie dem auch sei, lass uns weitermachen. Hast du schon mal die Geschichte gehört von dem Kind, das immer Wolf schrie?
Penner. Die Musik hat sich hier leicht geändert. Ich mag Colorado nicht, weil entweder, ja, gerade auch für den Spruch, also für das, was er gerade geleistet hat, aber irgendwie ist, finde ich auch, dass er ein eingebildeter Sack ist. Was ist denn hier los?